glaube, dass wir uns sehr teuer verkauft haben. Ich denke auch, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben, voll dagegen gehalten haben gegen einen mitten im Saft stehenden viertplatzierten der türkischen ersten Liga. Und wir haben das Spiel sehr gut beschrieben. Gute Einstellung gefunden zum Gegner und auch zum Zustand der jetzigen Vorbereitung. Ich denke auch, dass wir sehr präsent waren, sehr intensives Spiel auch gesehen haben, sehr viel investiert haben und im Endeffekt auch unsere Aufgabe, die wir vorher gestellt hatten, defensiv gut zu arbeiten, wenig zuzulassen, sehr gut erfüllt haben, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Und dass wir nach vorne aber auch die ein oder andere Möglichkeit hatten. Zwar in der ersten Halbzeit noch nicht immer die richtigen Lösungen gefunden haben, aber dass wir dann speziell in der zweiten Halbzeit ein bisschen Druck aufgebaut haben und auch nicht unverdient zum 1-1 gekommen sind. Wie geht's Konstantin Rausch? Was hat er und wie ist das passiert? Ich glaube, der hat in einem Zweikampf einen Schlag bekommen. Bei der Schienbeinmuskulatur, wie das genau jetzt sich verhält, kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich wieder gesund wird, weil er heute über die Großzeit in der Spielzeit auch gezeigt hat, zu was er fähig ist. Insgesamt ist ja immer noch die Offensive natürlich das Problem. Marcel Heller hat die ganze Zeit auf der Tribüne gesessen. Mal sehen, wie es jetzt halt bei Konstantin Rausch ist. Wie gehen Sie gerade jetzt auch nach dem Testspiel mit der Situation um? Ja, ist natürlich sehr schwierig. Dominik Strohengel hat noch eine leichte Verletzung gehabt, konnte deswegen auch nur die letzten 10 Minuten spielen. Sandro Wagner und Jan Rosendahl sind ja schon wieder nach Deutschland zurückgeflogen und wir wünschen uns natürlich, dass alle so schnell wie möglich zurückkommen, um da auch vielfältigere Möglichkeiten zu haben, mehr Variationsmöglichkeiten, um dann natürlich auch die besten 11 wieder stellen zu können und nach vorne auch noch weiter an Gefahr gewinnen. Wie hat Ihnen denn Caldirola auf der ungewohnten Position gefallen? Seine Sache ausgezeichnet gemacht. Vor allen Dingen hätte ich ihm diesen Offensivdrang der ersten Halbzeit gar nicht so in dieser Form zugetraut. Aber er hat die Seite zugemacht, hat sich immer wieder mit eingeschaltet nach vorn, hat auch für Gefahr vom gegnerischen Tor gesorgt. Und das Experiment kann ich als durchaus positiv bezeichnen. Raikovic hat mit Aitazuru hinten in der Innenverteidigung einen sehr guten Job gemacht. Auch die Viertelstunde in der zweiten Halbzeit noch, wo er auf dem Rasen stand, eine gute Organisation mit beigesteuert. Und auch er hat in der Innenverteidigung zu unserer Zufriedenheit alles erledigt. Jetzt muss ich doch nach den Pflastern fragen, weil die sind immer voll hässlich. Was ist passiert? Nichts weiter, ich bin im fahrenden Zug gesprungen.